So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breaking Point 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit dem nächsten Kapitel. Und das ist das dritte Kapitel, was wir uns heute ansehen. Nämlich den großen Preis von Ungarn. Einige Wochen später. Kapitel Nummer 3. Mehr als die Saison 2022 ist nun vorbei. Und mehr als das Team von Kodospan hat mehr als nur ein paar andere Schwierigkeiten für sich. Nur weil Dane Jackson und das Team von Kodospan allen Skeptiker zeigen, dass sie im Unterricht sind und vor der Sommerpause ein starkes Zeichen setzen. Ich hätte gerne mal das Meeting gesehen. Das wird bestimmt geknallt. Hey, du, kannst du die Lampe ein klein wenig anwinkeln? Ja. Ausgezeichnet. Ein Butler sollte immer gut aussehen. Ja. Also. An welchem Punkt der Saison 22 wurde Ihnen klar, dass es im Team Probleme gab? Oh, direkt nach dem Grand Prix von Ungarn. Ich kümmere mich zwar nur ums Geld, aber da war selbst mir dann klar. Ein einziges Durcheinander. Und schon wieder rivalisieren sich Jackson und Butler von Connersport auf der Strecke. Es sieht so aus. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. Kleiner Augenblick, Stefan. Okay, Darren. Aiden ist schneller als du. Lass ihn jetzt bitte vorbei. Darren, hast du verstanden? Hör zu, du musst Aiden vorbeilassen, okay? Butler ignoriert die Anweisung gerade komplett, als hätte er sie einfach nicht gehört. Ja, sieht fast so aus. Und wie wir sehen, kommt Jackson hier auf gar keinen Fall vorbei. Er lässt ihm keine Chance und so geht diese Connersport-Rivalität auch hier in Ungarn munter weiter. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich... Wolle Butler vor Runde 14. Gut. Abstand zum Auto hinter uns 6,0 Sekunden. Jetzt habe ich natürlich übelst verloren. Top 8 im Ziel kommen. Boah, Alter. Würde ich halt die Runde fahren, aber das wird wahrscheinlich eh utopisch sein. Wie geht es, dass wir dieses Auto vor uns kassieren? Oh, ich hasse diese Dreher jedes Mal. Bin ich auf die Kürz gekommen jetzt gerade? Jetzt habe ich ihn. Gib ich.
Fakt ist, ich habe ihn überholt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ich mache mir Vettel natürlich die Tür zu, das mag ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich den Nachteil, dass Butler mit dran hängt an mir. Scheiße. Aber jetzt habe ich sie geschafft. Ich habe zumindest, jawohl, ich habe beide Autos und der hängt dahinter. Das ist perfekt, mehr oder weniger genau. Ich habe von der ganzen Kurve nicht ganz erwischt. Weil ich durch das DS natürlich Überschuss hatte ohne Ende. Aber ich bin froh, dass ich erstmal an Vettel und der Neubahn vorbei bin und meine Ruhe habe jetzt ein bisschen. Und jetzt bin ich 13. Jetzt habe ich Ocon als nächsten Kandidaten vor mir und ein bisschen freie Fahrt. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, Vettel ist natürlich jetzt dran an uns. Also dieses Kapitel sehen wir uns auf jeden Fall heute noch an und das Kapitel Nummer 4 wahrscheinlich am Freitag in 2 Wochen, aber ihr wisst es auch nicht. Ihr wisst, ich habe es euch ja eingangs des ersten Kapitels erzählt, was Sache ist hier. Es kann sein, dass wir also nächste Woche, ja doch richtig, unsere neue Zeugspielermodus, das erste Rennen oder die ersten Trainings sehen. Da werden wir schauen. Das ist jetzt kein Thema. Müssen wir diese paar Runden noch zu Ende kriegen hier? Die Rundenzeiten deines Vordermanns sind 1 Sekunde schneller als deine. Fakt ist, wir haben unser Ziel. So, mein Ziel ist es jetzt, Ziel aktualisiert, Top 10. Wir sind jetzt aktuell 15. Aber das ist jetzt, Top 10 wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Vor dem Ocon wegzieht. Aber daher ist es eh wurscht. So, Butler der Ball vorbei an Albon. Und Vettel immer noch dran an uns. Ich habe jetzt mehr oder weniger gerade damit zu tun, mich zu verteidigen, als vorne ranzufahren, weil so sind 8 Sekunden. So, jetzt habe ich Vettel natürlich dran an mir. Nee, Vettel ist weg. Vettel ist zurückgefallen. Vettel hat Fehler gemacht, aber jetzt ist Butler. Naja, wie gesagt, nach vorne wird nicht mehr viel gehen, aber nach hinten. Fakt ist, diesen Platz abzusichern, diesen Devin-Platz abzusichern gegen Devin. Und der hat jetzt den Vorteil zu Albon überholt. 3 Runden haben wir nur noch. Also 2 gleich 2 plus X. Ich kann jetzt nichts machen, was Benzin betrifft. Also Benzin kannst du gar nicht mehr umstellen. Gut, das geht, glaube ich, seit dem vorletzten F1 nicht mehr. Früher war das immer so, dass ich ein bisschen Standard hatte. So, jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen noch etwas offen, was ich nicht wollte. So, jetzt fällt wieder ein bisschen dran an uns. Jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt haben wir beide dran. Das hat mir jetzt viel Zeit gekostet, weil ich jetzt ein bisschen woanders hingeguckt habe. Der Vorteil ist, Ungarn ist so eine Strecke, da kannst du sowas von gut verteidigen. Und jetzt haben wir wieder Luft. Jetzt holen wir uns hier wieder ein bisschen Atemluft. Weil wir eine ganze Kette jetzt hinter uns haben. Nämlich dahinter müsste dann schon Bottas oder so. Also ein Alpha auf jeden Fall sein. Bottas oder Ju. Beziehungsweise dahinter ist ja noch eigentlich sogar noch Albon.
Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal los. Wir brauchen jetzt ein bisschen Power jetzt. 16 Runde. Wir gehen jetzt gleich in die vorletzte. Diese Top 10 ist mega utopisch. Das ist weg. Das ist weg. Wo Konstantin ist richtig weg. Den haben wir komplett aus den Augen verloren. Aber das ist jetzt erstmal herzlich egal. Jetzt sind wir das vor hier. Das Ziel aktualisieren, vor Butler ins Ziel zu kommen. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. So, Butler vorbei. Jetzt haben wir nämlich ein. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich Butler, der sich jetzt natürlich an den beiden vorbeigekämpft hat und jetzt haben wir hinter uns. Aber Vettel kämpft sich zurück und sagt jetzt, okay, ich halte dagegen. Der lässt sich jetzt das zweite Auto natürlich nicht auch noch vorbei vom Boot nehmen. Ja, aber jetzt ist er vorbei, glaube ich, oder? Wie ich gesehen habe? Ja. Butler vorbei, Vettel. Cool, Vettel wieder Fahrt. So, und jetzt hat jetzt haben wir Moment. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir jetzt verteidigt bekommen. Diese vorletzte Runde. Also Butler ist jetzt sowas von dran. Aber hier kann ich mich wieder absetzen. Hier kann ich, habe ich wieder ein bisschen. Hier scheint wohl das Auto von mir ein bisschen besser zu liegen. Oder kriegen wir jetzt das mal wieder weg? Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Hier habe ich vielleicht die Möglichkeit. Den Vorteil, hier kann man schön kontern. Selbst wenn er jetzt necken würde, mich irgendwo schonen würde, habe ich vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen gegenzuhalten. Es ist mir aber gerade herzlich egal. Jetzt ist Butler dran. Wenn er jetzt nicht vorbeikommt, kann man ausverteidigen. Ich lasse natürlich jetzt nichts machen. Ich komme wieder weg. Ja, trotzdem fällt der Stück zurück. Jetzt muss ich nur das Ding nach Hause fahren. Er darf natürlich jetzt nicht noch um eine Lücke finden. Gasly ist es hinter uns und jetzt müssen wir, ist er, aber es ist scheißegal jetzt gerade. Jetzt heißt es erstmal nur gegen diesen Devin Butler hinter uns zu verteidigen, komplett zu verteidigen. Das Ziel ist es nicht mehr, die Punkte sind nicht mehr drin. Aber hier dieser 13. Rang vor Devin Butler, der jetzt natürlich recht angreifen will. Max Verstappen gewinnt den großen Preis. Klar, ich bin auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, ne? Ich bin so weg im Müll, ne? Ja, jetzt habe ich wieder einen kleinen Fehler drin gehabt. So, Frage, kann er jetzt... warte mal. Warum? Ach so, ich bin nicht mehr... Muss ich das ernsthaft nochmal neu fahren, das ganze Ding, oder was? Ich habe doch die Aufgabe von mir erreicht. Naja, dann machen wir es halt nochmal. Wir fahren das ganze Ding jetzt nochmal auf leicht, weil die Aufgabe zu schaffen sein soll. Und ja, ich bin 1,5 Jahre raus, also ich habe lange keine Erfahrung. Also so, das haben wir schon. Ah, was willst du denn jetzt von mir? Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Probleme. So, vorbei jetzt an Butler. Naja, dann gibt es halt nochmal eine kleine Wiederholung in dem Event. Und da sehen wir auch, was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen.
Vorbei an Vettel. Also jetzt wird es natürlich deutlich einfacher werden. So, als Top 10 ist das Ziel, klar. Jetzt was wir schon warten. Vorbei an an links. Mal ein bisschen Platz lassen. So, jetzt sind wir 11. Jetzt ist der nächste Alonso. Davor ist Magnussen. Also wir haben jetzt mega Beko den Platz gut gemacht. Erstens haben wir die schnellste Runde und jetzt wollen wir noch die drei Plätze holen. Um am Ende in die Top 8 zu kommen. Und dann hätten wir als Bonus das Ziel sogar erreicht. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 2,5 Sekunden. So, vorbei an Alonso. Der nächste ist Magnussen. So, jetzt wollen wir noch Norris. Norris und Bottas hast du die nächsten zwei. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Und der Zieler. Und der Ziel. Ach schon, Sieg gewinnen das Rennen. So, jetzt muss ich vorbei an Norris. Das ist der Vorteil, jetzt zieht es zu bei uns gerade so ein bisschen. Ist ja noch Gewitter angesagt und das heißt, es wird jetzt deutlich kühler, weil ich bin gerade sowas von im Ölen. Norris wird versuchen zu verteidigen, hat es aber jetzt auch nicht verloren schon. Jetzt sind wir 8. Jetzt holen wir es Platz 7. Jetzt haben wir sogar das Bonusziel gerade. Ja, Phil, wir sind nämlich diese 8er-Rutsche, haben die letzte Runde. Mal gucken, wie weit es da vorne geht. Also gewinnen wir wahrscheinlich nicht, ne? 4 Runden noch. Dafür ist der Abstand zu groß, wir sind jetzt 8er. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Bottas kassieren. Ich weiß nicht, wie weit die Abstände nach hinten da vorne sind. Das ist wieder meine leichte Berührung, aber wieder haben wir vorbei. Jetzt sind wir 7er. Zeit ist jetzt vorne ran. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 0,3 Sekunden. 3 Sekunden nur? Ich glaube, das ist noch mehr. Sicherheit. So, 3-4 ist er weg. Na gut, erklärt. Wie gesagt, jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden. So, vor uns sind jetzt Sainz und Perez. Die wir jetzt ziemlich Zeiten, die wir jetzt wahrscheinlich verschluckt werden zu schlucken. Dann wären wir sogar schon auf Platz 5. Vielleicht ist da noch was drin. In Richtung Podium. Was halt jetzt wahrscheinlich relativ easy sein wird. Weil davor ist dann Russell wahrscheinlich. Der Sieger aus Kanada. Klar, hier kannst du nicht angreifen auf der Position. Vielleicht auf der nächsten. Meiner Lieblingsstelle wieder mal. Ne, diesmal nicht.
Diesmal wirft und zeigt die Position, nämlich die Tür wird sowas von zu. So, jetzt greifen wir an Perez. Er hat nämlich kein DRS, aber wir beide. Wo sind wir sonst hier? Platz 4. Oh, wow, Alter. So, da war einer in der Box, glaube ich. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Nächstes Podium. Russell, dann Lewis Hamilton und dann Max Verstappen vorne. Russell könnte durchaus ein Ziel sein, ein perfektes. Den könnten wir doch nicht noch knacken. Dann wäre man nämlich doch... Boah, Alter. 3 Runden vor Ende des... Behalte den Abstand nach vorne, Auge. 1,7 Sekunden. Oder kriegen wir noch hier eine Chance auf den Sieg? Was, wie gesagt, durch die Schwierigkeitsstufe natürlich relativ einfach ist. Auf Mittelwert wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Aber wir mussten ja mal was eventuell nicht geschafft haben. Ach, Alter. Einmal kurz Hallo sagen und auf Wiedersehen. Dann sind wir jetzt auf Podium. So, jetzt ist es, sind wir dran. 5,6 auf Verstappen. Das haben wir nicht, weil wir weit weg waren. 3,0. 4,2 auf die Spitze. Also 2 Runden noch sind es noch. Vielleicht gewinnen wir das Ding hier noch in Ungarn auf dem letzten Meter, auf dem letzten Drill. Also Alonso, der Hamilton da vorne, das könnte mein Ziel werden. Da wären wir nämlich Zweiter. Hamilton ist nicht mehr weit weg. Den kriegen wir vielleicht sogar noch diese Runde. Was haben wir gucken? Vielleicht nächste Runde. Vielleicht schaffen wir es in der letzten Runde noch, das Ding nach Hause zu holen. Fragezeichen. Aber mal gucken. Hamilton, ich kriege ich noch. Der mache ich gerade noch ein bisschen Druck da vorne. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, der macht natürlich die Tür so zu, dass ich nicht angreifen kann. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hast du mir die Tür zu weit aufgelassen. Auf der Außenbahn. Jetzt ist hier Thomas den Sieg. Letzte Runde, los, letzte Runde. Jetzt will ich mir das Ding nach Hause fahren. Also der Hamilton hat den Fehler eben gemacht, dass er mich in der Kurve nicht in die Tür aufgelassen, wo ich Wasser geholt habe, sondern auf der Außenbahn. Nein, 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 nein! Das war's. Das war der Sieg. Das war der Sieg, leider. Das war der Sieg, leider. Das darf man das Rennen gewinnen, klar, aber wir werden Zweiter auf 50, oder? Kriegen wir eine Position nochmal, eine Chance gegen Hamilton. Ich will diesen Punkt haben, ne? diesen zweiten Platz noch haben, Anna. Oh, schön, danke. Jetzt, das war nicht was, sowas noch nicht mal beabsichtigt. Ich war schon im Angriff an sich da. Aber da hat er irgendwo fehlt irgendwas gemacht, was ich gerade nicht vorhersehen konnte. Wenn ich einen dicken Fehler dann nicht gehabt in der ersten Kurve, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätte ich das Ding nach Hause geholt. Dann wäre ich Sieger, ich bin gewonnen. Und du reichst es dann am Ende nur zu 5,2. Verstappen gewinnt durch unseren Fehler hier in Ungarn. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Schade. Es wäre mehr drin gewesen. Vielleicht mehr drin gewesen. Aber...
Beginnen wir mal mit Aiden Jackson. Ja, Jackson hatte echt ein gutes Rennen. Wir wissen alle, dass Connorsport in dieser Saison... Oh, ist das warm, ey. Jackson hat sich trotz der Auseinandersetzungen mit seinem Teamkollegen gut geschlagen. Ja, die beiden sind schon so oft aneinander geraten, schon bevor sie Teamkollegen wurden. Eine faszinierende Rivalität, aber heute konnte Connorsport trotzdem einige dringend benötigte Punkte einfahren. Ja. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Das wäre meine Position gewesen. Wie gesagt, wenn der dicke Feder da drin nicht gewesen wäre, hätte ich das Ding gewonnen. Ich habe es weggeworfen. So. Nach dem Rennen. Trotz des Mangel der Kooperation während des Rennens gelingt Aiden seine Contrasport-Team-Kollegen zu holen und sich Punkte für das Team auf dem Magaro-Ring zu sichern. Okay, das überlasse ich ganz und gar dir. Devin, du hast dich heute nicht an die Teamorder gehalten. Das stimmt nicht. Doch. Wie bitte? Alle sagen, ich hätte sie ignoriert, aber das stimmt nicht. Ich habe keine Anweisung erhalten. Check den Funk. Wenn der Reiter nichts taugt, ist das Pferd schuld, was? Check den Teamfunk. Okay, wir überprüfen die Leitungen ASAP. Repariert das. Das darf nicht nochmal passieren. ASAP heißt so schnell wie möglich, also as soon as possible. Aiden, hör zu. Was soll das bringen? So ist Devin einfach. Und dann? Macht's das besser? Er ist ein arrogantes... Nein, du hast ja nicht ganz unrecht. Aber wenn wir ihm nicht ausreichend Spielraum lassen, wird er noch unberechenbarer. Ich als sein Vater weiß das. Aiden, du bist der beste Fahrer, den wir haben. Und es ist richtig, dass du Devin in seine Schranken weist. Er braucht das. Das Team braucht das. Danke. Ganz unter uns, das hier ist nicht das Richtige für mich. Ich denke... Ganz ehrlich? Du bist zu gut für uns. Und ich weiß, dass andere Teams schon Interesse an dir haben. Also mach bitte einfach weiter wie bisher. Klar. Tut mir leid, wenn ich mich im Ton vergriffen habe. Vor Devin. Kein Problem. Willst du wissen, wie du Devin zurechtweist? Wie denn? Besieg ihn. Das ist schon krass, wenn der eigene Vater zu uns steht, schon zu seinem Sohn. Gut, das war nicht sein Vater jetzt gerade gesprochen, sondern der Teamchef. So, Connorsport wurde von einem Filmstudio kontaktiert. Sie befinden sich gerade in der Vorproduktionsphase zu dem neuesten Teil der beliebten Filmreihe Throttle Zone und wollen in einem unserer Vereine eine Rolle anbieten. Sie wollen auch das Branding von Connorsport.
Das wäre ein ausgezeichneter Film. Die Frage ist, in welcher Farbe Connors bei Film vertreten soll. Einmal der Förderbotschafter für das Team, hat das jetzt offensichtlich nicht ausreichend gewürdigt gewirkt. Und das könnte ein echter Ego-Boost für ihn sein. Gut. Devin hat ganz klar gesagt, dass Devin das Team hier vertreten soll. Außerdem würde Devin mir nie wieder eine ruhige Minute geben, wenn ich es Aiden anbieten könnte. Das war eine tolle Gelegenheit für den Markt, wir können aber ohnehin schon genug zu tun. Das ist eine weitere Aufgabe, die sowohl die Konzentration als auch die Leistung des Teams beeinträchtigen könnte. Boah, schwere Entscheidung. Schicken wir Devin. Der wird es natürlich unter die Nase reiben. Bin ich mir fast sicher. Schicken wir Aiden. Meint der Teamchef, Teambesitzer. Wie gesagt, ich scheiß auf Devin. Warte mal. Als Devin der Botschaft vorgesprungen hat, oder während des heutigen Rennens mit 8,5 auf das Team fortgeschoben. Jetzt müssen wir eine Erklärung abgeben. Wie lautet unsere Antwort? Wir wollen keine unterkürzten Versen fahren. Wir werden Devin erstmal schützen und bestätigen, dass es ein Problem mit dem Team gab. Er kann einfach nicht solche Behauptungen aufstellen. Sagt, dass es kein Problem mit dem Team gibt. Devin muss verstehen, dass es nicht so geht. Nö. Klare Antwort. Klar die Wahrheit. Ich habe natürlich nicht gesehen, was über Sache war. So, Neuigkeit um Ware gering. War mir klar. Davidov. Ich habe mit Aiden gesprochen. Und? Keine Sorge, es sollte keine Probleme mehr geben. Was hast du gesagt? Das spielt keine Rolle. Wir haben uns geeinigt. Überlass Aiden von jetzt an einfach mir. Und was ist mit Devin? Was soll mit Devin sein? Wir beide wissen, dass es nicht am Team funktioniert, oder? André, hör zu. Devin mag sein Glück von Zeit zu Zeit herausfordern, aber ich werde nicht zulassen, dass seine Integrität in Frage gestellt wird. Wenn er sagt, es war der Funk, dann weißt du, was zu tun ist, ja? Natürlich. Ich lasse die Systeme nochmal prüfen. Ich bitte darum. Gut, der Vater besteht zu uns. Aber Davidoff steht weiterhin zu Butler. Oder zumindest versucht er es auf Außen wirken zu lassen. So. Jackson sagt, dass Butler nicht nachgeben wird. Was wollte Devin dazu wohl sagen? Niemand möchte Big Daddy Butler verärgern. Ja, ist klar. Aber sind wir. Gut. E-Mail kurz checken. Okay. Upgrades im Team, warte mal. Ein drittes Mal geprüft. Es gab kein Problem oder Fehler. Selbst wenn wir versucht haben, einen Fehler zu verursachen, um herauszufinden, was passiert sein könnte, lief alles perfekt. Ich schicke dir gerne einen technischen Bericht und zeige dir selbst, was du dir ansehen möchtest. Ich denke aber, das Problem mag mein Fahrer. Klar, sie versuchen natürlich zu vertuschen, dass Devin eigentlich ein großes Arschloch ist, versuchen es irgendwie noch hinzudrehen. Ich hoffe, dass es nochmal auf die Nase fallen werden und es rechtzeitig merken. Also wie rechtzeitig merken, ja. Gut. Ich habe es jetzt angekündigt. Die nächste Folge Breaking Point 2 könnte erst in 2 Wochen kommen, an dem Freitag. Wir wissen es doch nicht. Kann aber auch schon nächste Woche Freitag kommen. Morgen geht es um 14 Uhr mit FIFA weiter und die Formel 1 dann entweder frühestens diesen Freitag oder nächsten Freitag. Müssen wir gucken, wie weit es aussieht mit der Karriere. Ich bin heute auf jeden Fall raus. Es hat Spaß gemacht bisher und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin und auf Wiedersehen.